Jeder Mensch und jedes Tier hat ein Herz. Das Herz ist lebenswichtig. Ohne Herz würden wir sterben. Aber weshalb ist denn das Herz so wichtig? Ganz einfach. Es pumpt das Blut durch den Körper und versorgt auf diese Weise alle Zellen mit Sauerstoff. Lasst uns mal sehen, wie das Herz aufgebaut ist. Es besteht aus zwei Vorhöfen, zwei Herzkammern und vier Herzklappen. Die sind jeweils auf die linke und rechte Herzhälfte verteilt. Getrennt werden die beiden Hälften durch die Herzscheidewand. Die rechte und die linke Herzhälfte haben verschiedene Funktionen. Es sind nämlich zwei verschiedene Transportsysteme. Die Aufgabe der linken Hälfte ist es, sauerstoffreiches Blut in den Körper zu pumpen. Und das funktioniert so. Der Herzmuskel zieht sich zusammen. Dabei wird das Blut in die Hauptschlagadern gepresst. Von der Hauptschlagader gehen unzählige kleinere Blutgefäße ab, wie bei einem Straßennetz. Sie führen in alle Körperteile, vom Kopf bis in die Finger- und Zehenspitzen. Überall im Körper nehmen die Zellen den Sauerstoff aus dem Blut auf. Danach muss das Blut wieder Sauerstoff aufnehmen. Das passiert in der Lunge. Jetzt kommt die rechte Herzhälfte ins Spiel. Das sauerstoffarme Blut wird von der rechten Herzhälfte aus in die Lunge transportiert. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert und fließt wieder in die linke Herzhälfte. Von dort geht der Kreislauf wieder von vorne los und das Blut wird wieder in den Körper gepumpt. Das Herz schläft nie. Es schlägt 24 Stunden am Tag. Man muss dem Herz nicht sagen, dass es schlagen soll. Wenn der Körper gesund ist, sorgt er von alleine dafür, dass das Herz funktioniert. Im Ruhezustand schlägt das Herz bei Kindern etwa 65 bis 75 Mal pro Minute. Wenn ihr aufgeregt seid und euch freut, zum Beispiel wenn ihr Geburtstag habt oder Sport treibt, dann schlägt das Herz schneller. Das tut es, weil der Körper in kürzerer Zeit mehr Sauerstoff braucht. Wenn ihr beim Arzt seid, dann untersucht dieser oft auch euren Herzschlag. Aber wie macht er das? Schließlich ist das Herz von außen nicht sichtbar. Deswegen hat ein Arzt Geräte, die das für ihn tun. Mit einem Stethoskop kann er die Herztöne abhören. Will er es noch genauer wissen, nimmt er ein sogenanntes EKG zu Hilfe. Natürlich wäre es schön, wenn das Herz immer reibungslos arbeitet. Doch manchmal kommt es auch vor, dass es Probleme bekommt. Wenn sich jemand beim Sport überanstrengt oder mit dem Kreislauf Probleme hat, kann es zu Herzflimmern kommen. Das kann sehr gefährlich werden. Schnelles Handeln ist jetzt wichtig. Aber was tun? Fragen wir doch einfach einen Experten. Den finden wir am Institut für Biomedizinische Technik am Karlsruher Institut für Technologie. Hier wird an der Entwicklung medizinischer Geräte geforscht. Professor Bolz zeigt uns ein Gerät, mit dem man Menschen vor dem plötzlichen Herztod retten kann. Das ist jetzt so ein Beispiel eines automatischen externen Defibrillators. Defibrillator steht für Entflimmerer. Wenn das Herz flimmert, dann kann man das wieder zum normalen Schlag verhelfen, indem man einen Stromstoß verabreicht. Und dazu ist dieses Gerät da. Das ist für Laien gemacht. Das heißt, jeder Mensch, auch ihr, könnt das benutzen. Das hängt in manchen Kaufhäusern, in Rathäusern, an vielen Stationen, an Bahnhöfen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist das Gerät aufmachen. Das schaltet sich selbst ein. Und dann gibt es Sprachanweisungen aus. Ihr müsst die Elektroden ankleben an den richtigen Stellen. Also eine hier vorne und eine an der Seite. Und über diese Elektroden kann das Gerät die elektrischen Aktivitäten des Herzens ableiten und kann sie messen. Und dann ist da drin ein kleiner Rechner, der rechnet aus, ob das Herz gesund ist. Dann sagt das Gerät, kein Schock erforderlich, nichts notwendig. Oder aber der Rechner sagt, oh, der Patient, der ist wirklich in einem ganz kritischen Zustand. Und wenn ich jetzt nicht sofort helfe, dann stirbt er. Und dann kommt die Antwort hier, Schock erforderlich. Schock steht für, da kommt ein Stromstoß. Ja, dieses Gerät bereitet einen kleinen Stromstoß vor. Der ist für euch ungefährlich, aber es hilft dem Herzen, wieder gesund zu werden. So, liebe Kinder, jetzt stellt euch mal vor, ihr findet so einen Menschen. Dieser Mensch ist leblos, nennt man das. Er lächelt zwar noch ganz freundlich. Und wie kriegt man raus, dass er wirklich leblos ist? Man haut ihm eine runter. Er ist wirklich leblos. Jetzt muss ich was tun. Und da hilft mir ein Gerät, nämlich ein Defibrillator. Das ist so etwas hier.
so eine große Kiste, die kann ich öffnen. Dieses Gerät wird Ihnen helfen. Notruf veranlassen. Das machen wir mal. Wenn der Patient nicht reagiert und nicht normal atmet, Oberkörper freimachen und Elektroden aufkleben. Das machen wir jetzt auch. Dann kleben wir mal die Elektroden auf. Elektroden auf den entblößten Brustkorb kleben. Da sieht man dann genau, wo man die Elektroden auch kleben muss. So, eine da. Elektroden auf den entblößten Brustkorb kleben. Und dann sagt einem das Gerät... Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird analysiert. Schock erforderlich. Patienten nicht berühren. Jetzt hat das Gerät gemerkt, dass das Herz stillgestanden hat, dass das Herz nicht mehr schlägt. Blinkende Schocktaste drücken. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann gibt das Gerät einen ganz starken Stromstoß ab. Schock wurde abgegeben. Und damit kann Patient ich das Herz wieder, berührt werden. Und was jetzt passiert? Wiederbelebung jetzt durchführen. Ist im Wechsel 30 Hertz Druckmassage. Dass der Patient jetzt aufgewacht ist, er lebt nämlich jetzt wieder, weil das Gerät ihm nämlich das Herz wieder in Schwung gesetzt hat. Jetzt wollen wir mal horchen. Ja, es schlägt wieder.